Jo Leute, und was geht? Herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Laura und ich sind hier unterwegs. Hallo. Wir machen uns auf den Weg zur Halle, denn wir wollen uns um unseren E36 kümmern. Der Innenraum da hat wirklich mal eine Schönheitskur verdient. Und ihr wisst ja, Low-Budget-Projekt. Wir wollen mal gucken, wie günstig man so einen Innenraum wieder sauber bekommt. Dazu sehen wir uns dann in der Halle. Bis gleich. So Freunde, angekommen in der Halle. Ich habe hier gestern noch an dem GTI rumgetüftelt, denn wir mussten das Luftfahrwerk einstellen, so dass er jetzt zum TÜV kann. Wir TÜV auf die ganze Sache bekommen. Ich fahre den erstmal raus. The next day. Na du? Na? Ich dachte, ich schnapp mir meine Kamera und dann kannst du der Welt erzählen, was heute für ein Ereignis passiert ist. Mein Golf hat TÜV bekommen. Okay. Crazy. Ich glaube, wir haben es endlich geschafft, das Luftfahrwerk einzutragen. Das war ja, wie ihr wisst, in dem anderen Golf-Video, habt ihr das gesehen? Ich habe da ein ganzes Video auf jeden Fall drüber gemacht, dass wir keinen TÜV-Prüfer gefunden haben, der mir das Luftfahrwerk eintragen kann. Ich bin hier schon so aufgeregt, ich konnte heute Nacht nicht schlafen. Ich war schon um 3.40 Uhr wach, weil wir nicht nur das Luftfahrwerk heute eingetragen haben, sondern wir haben auch generell eine Hauptuntersuchung auf den Golf gemacht. Und es waren so viele Sachen, wo ich dachte, ob das klappt. Aber ich hatte einen wirklich sehr, 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 sehr kompetenten TÜV-Prüfer gefunden, der auch wirklich Ahnung von der Materie hatte. Der hat das Luftfahrwerk auch ziemlich auseinandergenommen. Er ist Probe gefahren, auf der höchsten Stufe, auf der niedrigsten Stufe, also komplett mit Null Bar. Er ist so normal gefahren, Kreise verschränken, tausend Sachen, alle Nummern vergleichen. Da dachte ich schon die ganze Zeit, ob das was wird. Aber jetzt ist alles safe. Das Auto ist 100% TÜV-konform und alles ist eingetragen. Mir fällt so ein Stein vom Herzen, weil das Auto halt auch schon ein bisschen TÜV-fällig war. Schon länger. Schon länger. Ja, seit November, ne? Und jetzt können wir endlich fahren. Ein, zwei große Treffen sind sogar noch, Laura, in den nächsten Wochen, die noch nicht abgesagt wurden. Da hatte ich schon Panik, dass wir es da nicht schaffen, weil das Auto nicht fertig ist. Ja, dann sag mal rechtzeitig Bescheid, weil mein Terminkalender ist stetig voll. Ja, wir müssen nochmal gucken, wie es aussieht mit dem Bratwurst, Carsten Bratwurst oder nee, keine Ahnung, wie das heißt. Von BBM Motorsport, da haben wir ja schon Karten gekauft. Da hat sich auch noch keiner geäußert, wie es da weitergeht. Ja, mal sehen, ob wir noch ein paar Treffen suchen können. Irgendwas wird vielleicht dieses Jahr noch gehen. Ja. Ist ja nicht jedes Bundesland so streng wie Niedersachsen. Genau. Ja, meine Freunde, wir sind hier, glaube ich, das ist kein einzelnes Video. Ich wette, wir sind im Aufbereitungsvideo vom Innenraum vom BMW. Und da springen wir jetzt auch wieder hin. Da hinten steht der E36, neben so einem komischen abgedeckten Auto. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich fahre erstmal den GTI raus, damit wir den E36 nach vorne holen können und ein bisschen Platz zum Basteln haben. Am besten, wir bauen die Sitze als erstes aus, denn dann kommt man überall ran. Man kann den Teppich unten richtig sauber machen, man kommt richtig an die Sitze ran und kann die Sitze richtig sauber machen. Das geht relativ easy. Da haben wir hier unten nur 4 Sechskantschrauben. Bei dem Auto haben wir keine Sitzairbags und so, also bei einem neueren Auto solltet ihr darauf aufpassen, dass ihr nicht die Airbag-Kabel irgendwie abreißt, beziehungsweise ihr solltet da gar nicht dran rumfummeln, wenn ihr da keine Ahnung von habt. Man braucht da auch einen Pyrotechnikerschein zu, damit man an den Airbags arbeiten darf. Aber das Ganze habe ich euch ja schon in dem Lenkradvideo vom E36 erklärt. Wir bauen die Sitze aus und dann sehen wir uns gleich wieder. Hier sind die Sitze ausgebaut, ging ruckzuck, waren jetzt vielleicht 10 Minuten, also da gibt es wirklich keine Probleme. Das sind einfach nur 16er Sechskantschrauben, das ist in anderen Autos ein bisschen komplizierter, da hat man viel Zahn, aber hier ist wirklich easy. Hier könnt ihr jetzt sehen, der Sitz ist natürlich ultra verschmutzt. Was macht man da? Einfach das Hausmittel von Omi benutzen. Naja, ich glaube, Hausmittel von Omi ist was anderes. Ja, okay. Das ist eher das Hausmittel aus dem Supermarkt. Genau, das Hausmittel aus dem Supermarkt, nennen wir es so. Das ist einfach ganz normaler Teppichschaum, Teppichpflege. Gibt es zwar auch direkt für Autos, ist meines Erachtens genau das gleiche Zeug. Nur, dass da ein riesen Preisunterschied ist. Also für Autos bezahlt ihr 14, 15 Euro. Für die ganz normale Teppichpflege hier habe ich jetzt im Supermarkt 4,98 Euro bezahlt. Das schüttelt ihr einfach und dann tränkt man das hier auf. Das könnt ihr alles schön auftragen hier. Lasst das richtig einweichen. Natürlich gibt es auch
so richtige Geräte dafür, wo ihr die Sitze sauber macht. Das sind so Dampfdinger, die saugen das auch direkt aus. Das brauchen wir hier nicht. Wir wollen ja ein Low-Budget-Projekt haben und da lohnt es sich nicht, für 100 Euro so eine Maschine zu kaufen. Deswegen 4,98 Euro hierfür. Eine alte Bürste so zum Schuh sauber machen. Hat bestimmt jede Mutti zu Hause. Da könnt ihr die einfach abziehen. Und dann geht ihr einfach hin. Wir reiben das einfach mal so ein bisschen alles raus. Kannst schon übel sehen. Guck mal, Laura, wie der direkt da rauskommt. Das ist echt richtig krass. Ich bin natürlich kein Autoaufbereiter. Heißt, vielleicht ist das nicht die beste Methode. Wir wollen ja einfach nur mal gucken, was hier geht. Die Sitze sind eh sonst völlig hinüber. Schlechter werden kann es auf jeden Fall nicht. Seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. So, hast du schon dein nächstes Werkzeug in der Hand? Genau, Staubsauger. Wir müssen das jetzt einmal wieder komplett aussaugen. Damit zieht ihr dann quasi den Dreck aus den Poren da raus in den Staubsauger rein. Laura kann das einmal filmen vielleicht, wenn sie ein bisschen näher rankommt. Hier sieht man jetzt ganz krass den Unterschied zwischen dieser Seite und dieser hier. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir machen jetzt nochmal den ganzen Sitz und dann geht's weiter mit dem ganzen Auto. Jetzt sind wir fertig mit den Sitzen. Wir gucken uns mal den Innenraum hier direkt an. Ich hoffe, man kann es sehen. Aber wir haben hier schon krasse Verschmutzungen. Jetzt kommt man hier überall ran. Gerade zwischen Sitz und der Mittelkonsole hier geht es gar nicht. Hier liegt zwar viel Zeug noch drin von mir, das muss ich mir gleich alles ausräumen. Aber schaut mal, was ich gefunden habe. Es hat sich definitiv gelohnt, denn das Auto ist 30 Jahre alt. Wir haben nicht nur einen Euro gefunden, sondern hier auch eine deutsche Mark. Also wer weiß, wie viele Kilometer die hier drin abgerissen hat. Das Auto hat jetzt 207.000 Kilometer runter. Ich wette, die ist eine ganze Weile mitgefahren in dem Koffer hier. Die werde ich mir auf jeden Fall aufheben als kleine Erinnerung. Wir räumen jetzt hier einmal die ganze Karre aus, sprühen alles von innen ein und dann können wir die Sitze schon wieder einbauen. Ihr solltet dann allerdings darauf aufpassen, wir haben jetzt hier eine Halle, wir können die Sitze draußen erstmal abtrocknen lassen. Wenn ihr das Ganze jetzt bei euch zu Hause macht, bedenkt daran, dass ihr die Scheiben offen lasst, nachdem ihr das Ganze gemacht habt. Einfach damit das auszünsten kann und das ganze Zeug wieder aus eurem Auto rauskommt. Sonst kann es nämlich sein, dass ihr zu viel Feuchtigkeit im Auto habt und alles anfängt zu schimmeln. Das wollen wir natürlich nicht. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich räume jetzt das Auto aus, sprühe alles hier drinnen rein, mache alles richtig sauber und den Rest brauche ich euch, glaube ich, nicht mehr erzählen. Ansonsten könnt ihr alles ganz normal putzen, hier so mit Tüchern, Mittelarmlehne, Armaturenbrett. Das sollte eigentlich jeder Autoliebhaber kennen. Das ist einfach nur ein kleiner Tipp von mir, wie ihr vielleicht ein bisschen mehr noch aus eurem Auto rausholen könnt. Hier im Innenraum wird das Ergebnis definitiv noch krasser. Die Rücksitzbank ist zwar relativ sauber, ist ja klar, hinten sitzt eigentlich selten jemand, auch in so einem Coupé. Hier sieht man aber ganz klar diese ganzen krassen Verschmutzungen. Gerade hier in der Ecke hier vorne ist es krass. Das holt man natürlich alles mit der Bürste raus. Das ist vielleicht nicht spannend für jeden. Für den, der das E36-Projekt aber mit Liebe verfolgt, ist es schön, euch alles zu zeigen. Mir macht das wirklich unglaublich Spaß. Und jetzt weiter hier mit der Arbeit. Es ist heute viel Zeitraffer. Aber ich möchte euch auch alles zeigen an dem Projekt und nicht irgendwelche Sachen ohne Kamera machen. Jetzt weiter geht's. Dass ja bisher ein ziemlich kurzes Video war, dachten Justin und ich zum Abschluss, setzen wir uns nochmal in den BMW ohne Sitze. Jetzt hat man hier endlich mal Platz. Ja, ich hatte noch nie so viel Platz im BMW, ich kann hier locker meine Füße ausstrecken. Also ich habe mir natürlich den Platz auf der Sitzbank gesichert.
Und jetzt wollten wir noch mal ein paar abschließende Worte zu finden für unser Waschmittel-Supermarkt-Mittel-Projekt. Also es lohnt sich auf jeden Fall, 5 Euro zu investieren und eine Stunde Arbeit. Eine Stunde Arbeit ist ja eigentlich gar nichts, wenn ihr das habt. Ihr solltet nur darauf achten, dass ihr das Auto wirklich auslüften könnt. Aber wenn ihr jetzt einen Hof habt, könnt ihr das Auto einfach mit Fenster offen stehen lassen draußen. Das ist wirklich gar kein Problem. Und Laura kann ja nochmal filmen hier vorne. Hier in der Ecke war ganz viel Dreck zu sehen. Der ist natürlich jetzt komplett weg. Und das ist richtig schön. Vielleicht noch eine kleine Empfehlung von mir, wenn ihr professionelles Autozeug sehen wollt im Bereich Aufbereitung, dann schaut doch mal bei dem Kanal 83MeToo vorbei. Der Olli macht da wirklich gute Videos. Das ist jetzt hier keine Werbung, wofür er mich irgendwie engagiert hat. Der Typ weiß nicht mal, dass ich existiere, aber einfach so als kleiner Amateur-Tipp von mir, schaut da wirklich bei dem Kanal vorbei. Da könnt ihr alles lernen, von polieren, überwaschen, über versiegeln, eigentlich alles dabei. Ich denke, das war jetzt ein ganz guter Weg, den BMW sauber zu kriegen. Ich meine, Justin hat es ja am Anfang gesagt, schlimmer ging es eh nicht mehr. Wir haben genau, es probiert kaputt machen und es ist konnte besser geworden. Nicht. Genau. Ne? Ja? Und wie gesagt, das Video soll es jetzt eigentlich hier nicht jedem zeigen, wie ein Auto wischt. Das ist eher so für die E36 Jungs, die hier die Videos verfolgen, dass sie auch nichts verpassen, was wir an dem Auto machen. Ja, weil es geht halt wirklich schrittweise voran. Wir machen das hier Etappe für Etappe. Genau. Und wir wollen euch auch an den kleinen Sachen teillassen haben. Und was kommt als nächstes beim BMW? Weißt du das schon? Alles auseinanderbauen, Motorhaube runter, Stoßstangen runter, Kotflügel ab. Also alles, was kaputt ist, was wir bei dem Projekt nicht mehr benötigen, kommt jetzt alles weg. Ah, das hört sich ja schon spannend an. Da geht's bald wieder weiter. Wenn ihr genauso viel Bock darauf habt wie ich, dann könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben. Genau. Ihr habt noch einen schönen Mittwoch und wir sehen uns Sonntag wieder. Ciao.